Am nächsten Mittwoch machen sich im ganzen Land traditionsbewusste Schweizerinnen und Schweizer auf den Weg zu einem besonderen Ereignis. Der Ausflug geht auf Zürich zur 1. Mai-Feier. Dort fährt der Anlass mit einem beliebten Ritual an. Die Festteilnehmer legen eine schöne autonome Tracht an. Die historischen Kostüme werden mit viel Liebe gepflegt. Sie erinnern an vergangene Zeiten, wo es noch Jugendunruhe gegeben hat. Gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit und ja, in dieser Computerwelt denke ich, mag es so etwas wohl wieder leiden. Das Vermummen am 1. Mai ist eine freundschaftliche Geste vom reformierten Zürich gegenüber den katholischen Fasnachtsbräuchen. Am 1. Mai steht Spiel und Spass im Vordergrund. Gern gesehen ist die Zunft der Molotower mit ihren spektakulären Feuerwerksdarbietungen. Die Zunft der Strassenbauer bringt Pflastersteine mit. Und die Malerzunft setzt da und dort einen fröhlichen Farbtupfer. Beliebt ist die Tradition des Scheibenklöpferle. Hinter dem Pöpperle steckt ein tieferer Sinn. Die erste Scheibe gehört der alten Fasnacht, die zweite Küchli vorne und die dritte allen ledigen Mädchen. Das lustige Wässerle lehnt sich am bekannten thailändischen Wasserfest an. Gastkanton an der diesjährigen 1. Mai-Feier ist der Kanton St. Gallen. Gerade wie am 6. Lüten. Und auch vom 6. Lüten kommt der Höhepunkt vom Fest. Unter dem Jubel der teilnehmenden Zünfte wird ein BMW angezündet. Und wenn er schnell explodiert, dann ist das ein Zeichen, dass der Kapitalismus gleich überwunden ist.